Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Emergency 4. Diesmal wieder mit der Wigberg-Modifikation. Yay, gab's lange nicht mehr. Ja, und zwar wurde sich ja auch mal wieder eine längere Folge Wigberg-Mod gewünscht. Und euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass es wieder im Vollformat ist und nicht mit diesen beschissenen Rändern an der Seite. Ja, genau. Ich habe es hingekriegt. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, es wieder auf Vollformat zu machen. Das ist... Ich finde es wunderbar. Ne? Und ich bin am Überlegen, ob ich die Videos, die nicht im Vollformat sind, runternehme oder oben lasse. Das könnt ihr gerne mal... Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn das möchtet. Ob ich die runternehmen soll oder oben lassen soll oder was ihr allgemein davon haltet. Weil die Videos wurden trotzdem angeguckt. Was ich schon mal richtig geil finde. Ne? Ja, der Ton hat sich ein bisschen verbessert. Ich habe ihn ein bisschen lauter gestellt. Weil ja beim letzten Video gab es ja einen Kommentar, dass ja der Ton ein wenig zu leise ist. Also habe ich ihn lauter gestellt. So, und ich habe auch den... Ich hatte eben schon eine Aufnahme, nur der Spießsound war so laut, dass ich das nicht hochladen konnte, weil man mich nicht verstanden hat. So. Ja, es kann wieder losgehen. Jetzt kann es richtig losgehen mit Emergency 4. Ja, ein 200 Abonnenten-Special muss ich ja noch machen. Da wollte ich ja einen Livestream machen oder ein langes Video. So eine Stunde oder so. Oder anderthalb. Das wird dann wieder so lange brauchen, bis es hochgeladen ist. Und Livestream ist dann halt, ja, Streams, fertig. Einsatz, Löschgruppe Riggerad, Feuer 1, Wigberg Riggerad, Darlehner Straße 141, B und S, Spedition, GmbH, brennt. Einsatz, Löschgruppe Riggerad, Feuer 1, Wigberg Riggerad, Darlehner Straße 141, B und S, Spedition, GmbH, brennt. Ja, wir haben also ein Feuer in Riggerad. Es soll irgendwas in Riggerad brennen, bei der B&S-Spedition. Und wir wissen ja schon aus verschiedensten Einsätzen, dass bei der B&S-Spedition so ein bisschen explosive Stimmung herrschen kann. Also es kann von einem kleinen Feuer zu einem Großbrand werden. In der einen Folge ist ja durch eine Explosion ein LKW auf die Seite gekippt, was dann schon doch ziemlich heftig ist. Ich muss mal kurz was trinken. So, prompt verschluckt. Ne? Und ja. Gut. Ja, da läuft auch schon die BMA auf. Also sie hat registriert, da brennt was. Und zwar brennt da Paletten. So. Und ja, das Feuer weitet sich auch massiv aus. Ja, wir sollten das Feuer vielleicht etwas vom Gebäude wegkriegen, weil wenn das Gebäude Feuer fängt, dann ist Großalarm angesagt. Dann kann ich gleich eine Alarmstufe erhöhen. Weil der Tank hier hinten, wenn der lange Feuer ausgesetzt ist, dann fliegt er in die Luft. Ne? Frosche im Hals. Ja, ich muss hin und wieder mal mich stumm schalten, weil ich gerade irgendwie wird. Naja. Ja. Da kommt auch schon die Feuerwehr. Die kommt mit 5 Leuten. Das ist schön. Ja, das Gebäude brennt. Ja, toll. So. Oh, Gruppenführer. Ja, wir haben hier ein Gebäude voll, Brand. Gott, habe ich mich erschreckt. Ja, da sind Gasflaschen anscheinend in der Luft geflogen. Ich dachte eigentlich, der Tank fliegt zuerst in der Luft. 30 Brandherde, eine ausgelöste BMA. Na dann, wollen wir mal Rückmeldung geben und gleich mal eine Alarmstufenerhöhung alarmieren.
Erste Lagemeldung feuern. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Mach ich mal Feuer. Komm, mach mal Pumpe an hier. Verteiler setzen, Wasserversorgung aufbauen, Angriffstrupp kann aussteigen. Hier kann ich eine Alarmstufenerhöhung durchführen, vornehmen. Einsatzgruppe Tellfeuer 2, Wegbergregierrad, Dahlener Straße, 141 BS, Spedition GmbH, brennt. Wir haben Feuer. Oh ja, Gebäude steht in Vollbrand. Gebäude steht absolut in Vollbrand. Genau, weitere Kräfte sind alarmiert. Erstmal hier die Anfahrtsposition festlegen, damit es kein absolutes Chaos gibt, wenn die hier anrücken. Ne? Ja, die können hier eigentlich sich hinstellen. Die können sich dahinter hinstellen. Und ja, der EW stellt sich hier hin. Ja, Feuer droht sich massiv auszubreiten, dadurch, dass halt keine Kräfte zur Verfügung stehen. Okay, da scheint gerade jemand umgekippt zu sein. Dann holst du mal eine Axt. RTW ist eingetroffen. Wir müssen ja auch eine Personensuche durchführen. Deswegen muss ich jetzt die Tür aufbrechen. Warum auch immer ich am helllichten Tag die Tür aufbrechen muss, wenn hier gearbeitet wird. Aber gut. So, ablegen, rein. Hier ist eine Person. Die muss rausgeführt werden. Weil eine weitere Person wird vermisst. Ja, ich weiß jetzt, dass hier eine Person drin liegen muss. Sie aber nicht lokalisieren. Irgendwo hier in der Ecke oder hier hinten. Da, ich habe sie. Person gefunden. Person gefunden. Person wird an Rettungsdienst übergeben. So, weitere Personen werden gesucht. Zwei Personen wurden aus dem Feuer gerettet. Ich weiß, man geht normalerweise nie alleine rein, aber ich habe jetzt gerade keine Kräfte dafür. Ach, das sind die explodierten Gasflaschen, ja.
Keine weitere Person im Gebäude. Außenangriff wird fortgeführt. Ja, wir können jetzt momentan nicht mehr machen, außer mal mit Wasser draufhalten, ne? Ja, geh weg. Ne? Bis die ersten Kräfte eintreffen. Das Problem ist, das Feuer könnte sich jetzt hier auch massiv ausweiten auf die Scheune. Wir können aber nichts machen, wie gesagt, ne? Können nur ein bisschen mit Wasser draufhalten. Müssen auf weitere Kräfte warten. DLK rückt gleich an. Ja, Feuer breitet sich gerade aus. Ich weiß gar nicht, kann ich hier reingehen ins Gebäude? Oder ist ihm das dann zu warm? Ist zu warm, gut. Beziehungsweise rein da, komm, rein da. Komm, dahin. Na gut, dann ist es halt. Dann ist es zu warm. Die Idee will ich hier vorne stehen haben. Genau, das Löschfahrzeug kann auf der rückwärtigen Seite. Anfangen, einen Löschangriff aufzubauen. Gut, dann kannst du nämlich eine Wasserspeisung für die Drehleiter aufbauen. Du kannst dir einen Schlauch holen. So, dann verhindert ihr bitte das Überschlagen des Feuers auf die Scheune. Dann habe ich hier noch zwei AGT-Träger, die ich einsetzen kann. Habe ich da noch welche drin? Nein, da ist nur noch einer drin. Ja, ihr sollt bitte das Überschlagen des Feuers hier verhindern. Ich wollte eigentlich den anderen hinstellen, aber gut. Hallo, stell dich hin. Ach, das ist der GWL. Mann, ich will den da hinstellen, nicht den GWL. So, du dahin. GWL soll hier hin. Der EEW soll dahin. Der EEW 11. Gut, Feuer wird im hinteren Bereich ebenfalls unter Kontrolle gebracht. Du ziehst dich mal um, du ziehst dich mal um. Ach, jetzt habe ich den 52 MLF. Ah, ja. Na, dann wird er halt mal auf die Drehleiter geschickt, dann ist das halt mal so. So, dann Pumpe an, Verteiler, setzen, Wasserversorgung, Angriffstrupp. Ja,
bist noch nicht da? Nein. Was machst du denn? Du gehörst dahin. Meine Güte. So. Hier kann einmal das aufgebaut werden. Du holst einen Schlauch. Gut, ihr könnt auch anschließen. Oh. Habe ich hier noch welche sitzen? Hier habe ich noch eine Person sitzen. Ohne AGT. Jo, das ist natürlich doof. Ja, der erste Trupp muss auch schon wieder ausgetauscht werden, wa? So, Rettungsdienst kann schon mal wieder quasi einpacken, sag ich mal. Ich brauche noch weitere Trupps. So, Gruppenführer aussteigen. Hier wird der Angriffstrupp von gebraucht. Die packen ihren Patienten jetzt mal ins Auto. Ich würde mal sagen, ich kann eine Lagemeldung geben, ne? So, die gehen in den Angriff. Rein da, los Gregor. Cool, ich habe einen Trupp im Innenangriff, einen Trupp, also mehrere Trupps im Außenangriff. Feuer ist soweit unter Kontrolle. Würde ich mal so behaupten. Und ich brauche weitere AGT-Träger. Jetzt lasse jetzt hier jeden AGT-Träger, den ich finde, ausrüsten. Die sollen sich irgendwo ausrüsten, ist mir eigentlich egal. So, zack. Mit AGT ausrüsten, mit AGT ausrüsten, mit AGT ausrüsten. Die stelle ich dann alle hier so auf teilweise Bereitstellung hin, ne? Habt ihr schon ausgerüstet? Kann doch nicht sein, dass keiner von denen AGT-Lehrgang hat hier.
Der Trupp wird rausgenommen, ne? Die haben ja schon lange genug gearbeitet hier. Ja, die haben das Feuer unter Kontrolle gehalten. Kommen die nicht weiter? Die kommen noch ein Stück. Gut, ich denke mal, Feuer ist aus. Ja, die können schon wieder zurückbauen. Die werden nicht mehr benötigt. Feuer ist so gut wie aus, also ja. Aber ich hätte sehr viele Agilitätskräfte gehabt, wenn ich sie gebraucht hätte. Ne? Es wäre halt nur schön, wenn es wirklich, wenn zum Beispiel der GWL oder es ein GWA gäbe, wo man sich dann massiv mit Artenschutz ausrüsten könnte. Das wäre in meinen Augen schön. Weil so hast du halt, schickst du die Leute halt überall hin, ne, und die verteilen sich auf der ganzen Karte. Weil sie zu jedem Auto rennen, was irgendwie noch AGT drauf hat. So, ich werde mal Lagemeldung geben. Ach ja, die müssen ja auch noch mal ihren Patienten da anmelden. Mit Alarm, das ist doch gut. Die Leute sind teilweise taub auf der Leitstelle, habe ich das Gefühl. Ich hatte das nämlich auch schon mal, dass er fünfmal gefragt hat. Konnte ihn nicht aufnehmen, bitte wiederholen. Konnte ihn nicht aufnehmen, bitte wiederholen. Konnte ihn nicht aufnehmen, bitte wiederholen. Und dann dachte ich mir, Alter, bist du taub oder was? Gibt's doch gar nicht. Kann auch überhaupt nicht sein. So, ja, wir haben jetzt eine große Feuerfeuer gehabt. Ne? Ich wusste, dass bei B&S-Spedition es immer eine große Feuerfeuer gibt. Oha, der Tank wurde ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Der hätte auch hochgehen können. Naja. Knapp am Blackout vorbei, würde ich mal so behaupten, wa? So. Genau, die können wieder zurückbauen. Eine Einsatzstelle wird wieder zurückgebaut. Alles kommt wieder dahin, wo es hingehört. Ja, wenn man genug Kräfte hat. Das Feuer konnte sich ja leider nur so ausbreiten, weil ich keine Kräfte hatte, ne? Ich hatte ja keine Kräfte, um das Feuer im Schach zu halten. Deswegen hat es sich ja auch auf das Gebäude ausgebreitet. Wenn ich jetzt ein Löschfahrzeug mehr gehabt hätte, dann hätte sich das Feuer garantiert nicht aufs Gebäude ausgebreitet. Weil da hätte ich viel schneller und viel besser agieren können. Naja. Aber das ist halt so, man hat am Anfang immer wenig Kräfte, immer zu wenig Kräfte. Das ist ganz normal. Genau, die können auch wieder sich zurückbauen, sag ich jetzt mal. Sich umziehen. Aber an AGTs mangelt es normalerweise nicht.
Ne? Das sieht man ja daran, wie viele AGT sie hier ausgerüstet hatte. Normalerweise mangelt es an Gerätträgern nicht. So, MTF. Du steigst in dein Auto ein. Du bist das 52er. Du gehst auch zum MTF. Ach ja, das war ein großes Feuer. Du bist ja vom MLF. Mann, deutsche Sprache, schwere Sprache, sag ich nur, ne? So, kannst du dich da auch wieder ausrüsten? Du bist auch vom MTF, die haben sich ja wirklich überall verteilt. Ne? Die Jungs und Mädels vom MTF, die haben sich gedacht, ja, wir machen jetzt einmal alles. Wir verteilen uns jetzt überall. Gut, da mir das Gepiepe jetzt gerade so ein bisschen auf den Nerv geht. Och, die haben natürlich keine Führungskräfte mit. Dann muss ich mal da den Gruppenführer sagen, dass er das Ding mal ausstellen soll. Dankeschön. Meine Güte. Kann auch nervig sein, ne? Wenn sie die ganze Zeit so durchdudelt. Und man kriegt es ja auch erst aus, wenn denn wirklich das Feuer aus ist. Vorher ist nicht. Ne? Das ist ja leider so. Ach, die kommen alle vom HLF. Interessant. Hier steht doch noch einer drin. Der kommt auch vom HLF. Ja, das HLF hat einige Kräfte gestellt. So, du kommst von der DLK. Apropos DLK, die kann ich immer wieder einklappen lassen. Da ist noch einer vom MTF. Hallo, du sollst in dein Auto einsteigen, bitte. Ja, die packen jetzt die ganzen Geräte einfach wieder auf ihr Auto und nehmen sie mit. Keine Ahnung, wo sie die ganzen Geräte her haben. Normalerweise sind nur vier Geräte auf einem Auto. Jetzt haben sie fünf oder sechs auf einem Auto. Ja, es ist halt so, ne? Sind alle, na, fast alle leer. Sind ja nicht alle leer. So, dann noch einmal hier. Und die Axt muss ich ja noch mitnehmen. Die gehört ja auch zum MLF. Genau. Der eine von der DEK. Wo ist er? Hallo, DEK? Typsi von der DEK? Wo bist du? Du gehörst zum MT11. DEK, da war doch noch einer von der DL, oder nicht? Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es auch nicht. Irgendeiner war doch noch von der Drehleiter. Naja. Gut, das ist abgebaut. Zack. Alle einmal einsteigen. Beim MLF auch. Bitte einmal alle einsteigen. Du kannst die Pumpe ausmachen. Gut, dann muss ich gleich noch die anderen hier abbauen. Ich frage mich ja, wo die Polizei bleibt. Ich meine, das ist ja so ein großer Einsatz, da müsste ich doch eigentlich auch Polizei mit haben. Ja, manchmal, weiß nicht, manchmal haben sie Bock, manchmal haben sie keinen Bock. Ja, bleiben sie halt zu Hause. Dann sagen sie sich, nee, das schafft die Feuerwehr alleine. Auch wenn rein rechtlich wir den Verkehr gar nicht wieder freigeben dürfen, wir dürfen ihn nur voll sperren. Ne, aber nicht wieder freigeben, warum auch immer. So. Hier.
hier hätte ich sogar noch mehr Personal gehabt. Also am Personal mangelt das bei solchen Großeinsätzen normalerweise nicht so. Außer am Anfang, aber das ist immer so. Am Anfang ist immer Personalmangel. Da hast du Personal, Material, da hast du alles am gemangelt hier. Gemangelt, auch ein interessantes Wort. So. Gut, die können einpacken. Du kannst das auch wieder wegpacken, beziehungsweise die Pumpe ausmachen. Ja, und ihr drei könnt auch wieder einsteigen. Du kannst auch wieder einsteigen. Komm, einsteigen. So, du kannst abbauen. Und dann habe ich soweit ja alles fertig. Du kannst noch mal das Ding ausmachen. Ja. Genau. Ach, du bist der Gruppenführer vom MLF. Gut. Dann gebe ich mal Lagemeldung. Ne, Einsatzabschlussmeldung. Ach stimmt, ich habe gar kein Feuer au ausgegeben. Ne? Naja, egal. Dann mache ich jetzt eine Einsatzabschlussmeldung. Zack, alle wieder einsteigen in die Autos. Einsatzabschlussmeldung, Feuer aus. Perfekt. So, dann können die eingesetzten Kräfte hier einrücken. Also mit der Wasserversorgung auf der Ecke hier ist es echt nicht schlecht, ne? Hier steht ein Hydrant, hier steht ein Hydrant. Hier hinten steht ein Hydrant, also das ganze Gelände ist hier wirklich mit Hydranten übersät. Hier steht ein Hydrant, hier müsste er, glaube ich, auch. Hier hinten steht, glaube ich, noch irgendwo einer. Da ist noch einer, also Hydranten gibt es hier genug. Gut, abbauen, Status 1, einrücken. Zack. So, alle Einsatzkräfte. Habe ich noch irgendwelche Einsatzkräfte hier rumstehen? Nee, ne? Nö, die sitzen alle auf den Autos. Steht keiner mehr irgendwo rum. Alle können einrücken. Und wir machen weiter. Ich mache heute mal eine längere Folge, habe ich gerade so beschlossen. Dass wir noch mal so einen Einsatz fahren, ne? Dass ich zwei Einsätze habe. Oder ihr zwei Einsätze habt. Jetzt ist ja so gut eine halbe Stunde rum. Bisschen mehr jetzt als eine halbe Stunde. Also, es wurde sich auch mal wieder eine längere Folge von Wegberg gewünscht und jetzt erfülle ich das mal spontan. Ja. So. Ja, es wurde sich auch gewünscht, dass ich das 1120 mehr einbeziehe. Muss ich mal gucken, wie das so funktioniert. Ne, weil wenn jetzt nur der EW rausfährt, dann den rausfahren lassen, damit ich das Auto kriege. Ja, gut, dann muss ich den RW muss ich auch rausfahren lassen, aber naja. Mal gucken, wie sich das so ergibt. Vielleicht kriegen wir eine Ölspur, dann fährt er so oder so raus, weil dann Öltiger und so, ne? Der steht ja hier. Öltiger, da packst du Öl rein, das ist quasi wie so ein Düngerstreuer. Der streut halt keinen Dünger, sondern streut halt ja, Dünger oder Salzstreuer oder wie auch immer man das Ding. Also Salzstreuer für Streusalz, ne? Wer hätte es gedacht? Ja, aber die haben hier sehr viel Schaumittel. Sehr viel Schaumittel. Ne? Und sehr viel Bindemittel. Das Schöne wäre, wenn, obwohl das könnte sein. Dass wenn die Karre leer ist mit Bindemittel oder Schaumittel, dass du dann zurückfährst und die Karre wieder auflädst. Könnte sein. Naja, obwohl Schaumittel endet nicht. Was ich schon so ein bisschen schade finde, sag ich mal.
dass halt Schaumittel auch kein Ende hat. Du kannst ja diesen Zumischer hinstellen und dann hast du Schaumittel und hast 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 Schaumittel und Schaumittel und Schaumittel und Schaumittel. Ich habe es noch nie erlebt, dass mir das Schaumittel ausgegangen ist. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, verstanden. Ja, was kann man denn noch so sagen? Oh, mit YouTube und so, das soll jetzt wieder anlaufen. Bin ja lange nicht mehr irgendwie da gewesen und habe da was gemacht bei YouTube. Ja. Naja. Gut, dann wollen wir mal darauf warten, dass der Einsatz, dass ein Einsatz reinkommt. Auch wenn man normalerweise nicht drauf wartet. Oder man sollte nicht drauf warten. Ja, weil wenn ein Einsatz reinkommt, ist es normalerweise doof. Weil entweder irgendeiner verliert irgendwas oder wird verletzt oder getötet oder... Das ist leider so. Ne? Aber wenn was passiert, dann ist die Feuerwehr ja da und dann sind wir auch zügig zur Stelle in den meisten Fällen. Ja, Einsatz. Einsatz Staffel Wegberg Feuer 1 Wegberg Industriestraße 139 YSG Recycling GmbH unklare Rauchentwicklung. Das könnte schon der zweite Großeinsatz heute werden. Weil YS Recycling GmbH und Rauchentwicklung klingt meistens nach Großeinsatz. Naja. Warten wir es mal ab. Rauchentwicklung. Ja, also es kann halt alles und nichts bedeuten, ne? Rauchentwicklung. Also es kann sein, dass überhaupt keine Rauchentwicklung stattfindet, dass es halt nichts ist und irgendjemand aus Spaß angerufen hat oder weil er daran vorbeigefahren ist oder so. Und es kann auch sein, dass ja, irgendwas in voller Ausdehnung brennt. Ne? Das kann ja auf der Anfahrt auch passieren. Also, dass die Feuerwehr auf Anfahrt ist, hat so ja, Rauchentwicklung. Und wenn die Feuerwehr eintrifft, steht irgendwas im Vollbrand. Das ist ja bei manchen, bei einigen Lagerhallen ist das ja auch so. Da werden die alarmiert, BMA-Alarm, dann fahren sie dahin und mit einmal steht die ganze Halle im Vollbrand. Ja, was da drin gelagert ist, will ich dann nicht wissen. Aber naja. Gut, Einsatzstaffel ist ja nur, ne, Löschfahrzeug, rückt aus, keine Führungsfahrzeuge, also auch nicht das Löschfahrzeug. Vielleicht riecht sich ja mal wieder jemand darüber auf, dass sie nicht das HLF nehmen, weil das ja einsatztaktisch viel besser wäre, aber das ist mir egal. Ne? Ich könnte auch mit dem LF um RW rausfahren, denn hätte ich das gleiche Prinzip, nur das ist in meinen Augen nicht so sinnvoll. Und das HLF steht halt weiter hinten, ne? Da müsste ich erst den RW rausfahren. Und das, ja, ist im Einsatzfall, weiß ich nicht. Ne? Gut, wenn man jetzt sowieso warten müsste. Ja, aber das, ich sag mal so, das Auto steht halt nicht umsonst ganz vorne, ne? Es ist anscheinend auch so angelegt, dass dieses Auto rausfährt beim Einsatz als erstes Löschfahrzeug. Aber ich gebe eigentlich recht, so ein HLF mit Rüstsatz und so ist für den Erstangriff plausibler. Weil du halt alles an Bord hast. Du hast Wasser an Bord, du hast technische Hilfe an Bord und so weiter und so fort. Und bei dem hast du halt nur Wasser an Bord. Ne? Wasser und ein bisschen Licht durch den Lichtmast. Und da hast du halt komplett.
Deswegen rücken wir auch mit unserem TLF 1625 aus, was einen Rüstsatz mit drauf hat. Da haben wir einen Lichtmast drauf, da haben wir einen Rüstsatz drauf, da haben wir Wasser an Bord, ne? Deswegen rücken wir mit dem Auto auch zuerst aus. Grundsätzlich gebe ich recht, aber hier ist es halt, ja, gut, könnte ich auch mit dem und dem rausfahren, aber dann würde der RW nie zum Einsatz kommen. So, da kommt noch einer. Wie viele sind wir? Vier. Oh, fünf Leute. Sechs wären besser, aber naja, man muss nehmen, was kommt, ne? Das ist in der Feuerwehr leider so. Wie ich auch schon mal erzählt habe, wir sind auch schon mal zu dritt auch rausgefahren, wo es hieß ja, Feuer droht überzugreifen auf dem Gebäude. Toll. Und dann sitzt du da zu dritt im Auto. So, dann kam noch ein Auto, da saß einer drauf. So, dann kam noch die Nachbarwehr. Ja, die ist ohne Feuerwehrauto gekommen und mit einem Privat-PKW und zwei Leuten. Wenn Feuer droht, auf Gebäude überzugreifen, ich weiß ja nicht. Hast du da ein paar Leute? Hast du da sechs Leute stehen, mit denen kannst du auch ein bisschen was machen. Aber du hast nicht so viel Material. Und dann müssen nochmal nachalarmiert werden. Gut. Dann sind hier. Kommt da noch einer? Anscheinend nicht. Dann rücken wir halt mit fünf Leuten aus. Besser als drei. Beziehungsweise ich bin immer dafür, dass man mindestens mit fünf Leuten ausrückt, also hier im Spiel, weil ab fünf Leuten gibt es einen Gruppenführer und dann wird das halt alles ziemlich vereinfacht, weil du einfach klicken kannst, zack, hier, du setzt Verteiler dahin und bla, hier, da, eine Wasserversorgung aufbauen und sonst musst du das halt alles händisch machen, wie es vorher war, ne? In der 6.5.5 war es ja so, dass du alles selber aufbauen musstest. Das waren noch Zeiten. Du musstest du den Verteiler selber setzen, die Schlauchlänge dahin ziehen, den Hydranten selber setzen, da den Schlauch hinziehen, dann musstest du den Angriffstrupp noch ausrüsten lassen und dann anschließen und vorgehen lassen und so weiter. Und so brauchst du einfach nur Pumpe starten, sagst einfach Verteiler soll dahin. So, genau, wir. Das Löschfahrzeug stellt sich gleich erstmal hier hin. Ja, und dann gucken wir mal, wie genau das denn hier passieren kann. Oder was genau hier passiert ist, weil es wurde ja eine Rauchentwicklung gemeldet. Und ich bin auch immer Fan davon, wenn man halt vorher gar nicht erst sieht, ob es brennt, wo es brennt, wie es brennt, sondern dass man, zack, hier, ich warte jetzt, bis das Löschfahrzeug kommt und dann danach erkunde ich halt, weil du weißt ja vorher im Einsatz auch nicht. Bevor du nicht angekommen bist, weißt du ja auch nicht, was genau los ist. Du bist alarmiert. Ja. Und dann bist du alarmiert. Und da weißt du nicht, was vorher los ist. Gott, ich laber viel. Aber es ist ja auch ein Let's Play. Hier muss ich ja viel labern. Ja. Wäre ja auch langweilig, wenn ich nicht labern würde. Es gibt immer diese. Es gibt einige Leute, die machen halt ohne Stimme. Das war für mich komplett ausgeschlossen am Anfang. Für mich muss mindestens irgendwie eine Stimme mit drin sein, die ein bisschen was erklärt. Weil dieses ohne Stimme, dann kann ich selber zocken. Dann kann ich da selber sitzen und wenn du jetzt eine neue Modifikation hast, die du dir angucken willst, ja, gut, dann kannst du die Modifikation in Ruhe angucken. Das ist richtig. Das kannst du aber auch, indem du sie runterlädst. Dann kannst du sie auch in Ruhe angucken, ein bisschen damit spielen. Und ja, wenn jemand anders ein Video hochlädt über eine Modifikation, die ich selber noch nicht habe, dann will ich auch so ein bisschen was erklärt haben. Ne, was ist neu? Wie funktioniert dies? Wie funktioniert das? Wie funktioniert jenes? Ne, was ist zum Beispiel in seinen Augen gut gemacht? Was nicht so? Also die Wegberg-Modifikation ist an sich top. Ja, also muss ich echt sagen, die ist an sich wunderbar. Nur ich habe noch nicht alle Einsätze gehabt. Es soll ja auch einen großen Zugunfall geben, den hatte ich noch nie. Noch nie. Ne?
Den hatte ich nicht im Video, den hatte ich nicht im normalen Offscreen-Spiel, noch nie. Absolut gar nicht. Nichts, ne, da nennt ihr. Niente. Ja, wie ich mal in einem Video, im Iserlohn-Video mal nicht angekündigt habe, hätte ich so Bock auf so ein kleines Projekt, dass man sich vier Leute nimmt. Ich weiß, können auch welche aus der Community sein, die alle auf den TS setzt und dann über Hamachi oder so ein LAN-Netzwerk aufbaut, dass man halt zu viert zocken kann, Multiplayer. Weil Multiplayer macht meistens mehr Spaß als Singleplayer, auch beim Zugucken. Und deswegen muss ich mal gucken, dass ich da ein TS finde oder mir selber aufbaue oder irgendwie sowas. Dass man dann, ja, sowas machen könnte. Mit vier Spielern und aufnehmen und hier und da. So, das Löscherzeug ist da. Können wir mal übers Gelände gucken? Wo denn hier eine Rauchentwicklung sein soll? Da hinten ist eine Rauchentwicklung. Gut. Hier brennt eine Hütte in voller Ausdehnung, also ein Unterstand. Brennt in voller Ausdehnung. Ich denke mal, Feuer droht auf Bäume und Gebäude überzugreifen. Muss ich mal gucken. So, Gruppenführer kann absteigen. Erstmal Tor aufmachen hier und auf zur Erkundung. Die Personen müssen einmal vom Gelände entfernt werden. Beziehungsweise erstmal wird hier eine Erkundung durchgeführt, dann wird die eine Person da vom Gelände entfernt. Ja. Ein Brennunterstand in Vollbrand, beziehungsweise eine kleine Lagerhalle. Ein kleiner Lagerunterstand. Gelagert da drin sind anscheinend Würfel aus gepresstem Papier. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, wie stelle ich denn das Auto hin? Hier wäre eigentlich am besten, ne? Dann sagt er mal über Funk, yo, ihr fahr mal von der Seite, fahr mal so an. Nee, nicht Angriffstrupp absetzen. Ich will, dass das Auto dahin fährt. Beziehungsweise kann ich den Mack auch weiter vorne setzen. Hier kann ich ihn nicht setzen, aber hier kann ich ihn setzen. Das ist schön. Das ist wunderbar. Gut. Dann einmal Maschinist absteigen. Pumpe anmachen. Verteiler setzen. Wasserversorgung aufbauen. Angriffstrupp absitzen. Und erste, oh, ist das laut. Und erste Lagemeldung geben. Nein, nicht wieder aussteigen. Nein, nicht wieder aussteigen. Mann. So. Genau, einmal anschließen. So, weitere Kräfte benötigt. Ja, und zwar Zugalarm. Na, und ein RTW will ich haben. So, was hat er denn hier gesagt? Juden, Tarihäuser, Gerhard, bla bla bla, mit meinem Auto im Weg, bin ich das hier gefällt etwas bei der Containerfirma. Ob er wieder seine alten Reifen verbrennt, keine Ahnung. Am besten sie schauen mal. Ach so, ja dann. Standardtext, würde ich mal so behaupten. So, der eine darf jetzt hier die Wasserleitung komplett alleine auflegen. Gut, dann da scheinen wohl noch welche gekommen zu sein. Die haben jetzt das Auto anscheinend besetzt. Drehleiter. Und MTF.
Feuer weitet sich bereits aus, was eigentlich nicht so cool ist. Genau, dann kann der eine hier schon mal die Personen aus dem Gefahrenbereich bringen. Weil hier brennt das ja. Hier ist kein so guter Ort, um sich irgendwie aufzuhalten, ne? Ja. Halef trifft gleich ein. Das ist gut, dann habe ich weitere Trupps. So, Person muss betreut werden. RDW ist bereits eingetroffen. Halef trifft auch gerade ein mit 4 Leuten. Vielleicht muss ich sogar nochmal nach Alameda, oder? Na, das MTF kommt noch. So, der Gruppenführer kann einmal aussteigen. Ja, ihr holt euch die Rolltrage und den Notfallrucksack. So, Personal aussteigen. So, ist das jetzt noch einer mit dem... Ah, es ist natürlich einer ohne AGT. Das ist natürlich doof, ne? So. Also wir müssten jetzt noch 4 AGT-Geräte haben. 2 noch hier und 2 noch da. So, dann kommt noch die Drehleiter damit, glaube ich, 2. Also AGT müsste genug an der Einsatzstelle vorhanden sein. Ich bin ja froh, dass sich das Feuer jetzt nicht hier ausgebreitet hat. Ne? Sondern auf dem Bereich gehalten werden konnte. MTF trifft ein in ein paar Sekunden. Also ich denke mal, die Halle werden wir nicht retten. Sondern die wird wahrscheinlich komplett ausbrennen. Aber, naja, so Rettungsdienst hat Betreuung des... Ey, ey, hier geblieben. Du bleibst hier. Rettungsdienst hat Betreuung des Patienten übernommen. Stimmt, ich könnte mal die Pol nachalarmieren. Da kann der Gruppenführer mal gleich die... Pol nach Alamin. Genau, die machen. Machen die Betreuung der Person, ne, Kontrolle und so weiter. So, ich sag mal, so bei so einem Einsatz möchte ich lieber das AGT. Atemschutzgeräteträger löschen, weil du nie weißt, was in diesem Müll drin ist. Das kann mit einmal eine Verpuffung geben und dann ist da halt einer ohne Atemschutz, beziehungsweise es scheint Papier zu sein und Rauchentwicklung und so, ich weiß ja nicht. Scheint Papier zu sein, aber man weiß es ja nie.
Hoffentlich sitzt hier ein Atemschutzgeräteträger drauf, sonst kriege ich einen Kollaps. Also wenn auf dem MTF keine Atemschutzgeräteträger drauf sitzen, dann werde ich, ja. So, aber auf der Drehleiter sitzt normalerweise immer ein Atemschutz. Ja, perfekt, perfekt. Da sitzt normalerweise immer ein Atemschutzgeräteträger drauf. Auch wenn ich die DL einsetzen könnte, von mir zumindest, ist ja eine Idee. So, Drehleiter dahin fahren, beziehungsweise ich kann sie auch mal rückwärts reinfahren. Mal gucken, wie das funktioniert. So, die einmal ausrüsten. So, das MTF, wo bleibt das denn? So, aussteigen und aufbauen. Das MTF trifft nicht ein. Ich krieg einen Koller gerade. Ach, jetzt kommt's. Es drückt doch mal mit aus. Ja, genau. Er muss jetzt eine Wasserleitung zur Drehleiter ziehen, damit die Drehleiter auch besetzt werden kann. Was auch immer das hier ist. Keine Ahnung. Die Pool wurde noch alarmiert. Wir haben einige Kräfte der Feuerwehr 1, der Löschzuges 1 noch alarmiert. Ja. So, und du legst jetzt eine Wasserleitung zur Drehleiter. In 30 Sekunden sind dann auch mehrere Leute da. Na, wo ist es? Da höre ich schon. Da ist das MTF. Ach, der erste Atemschutzgeräteträger ist auch schon wieder aus oder leer. Ja, er auch gleich. Ja, ich warte jetzt auf ein Treffen MTF, ne? Dass ich hier weitere Atemschutzgeräteträger einsetzen kann. Ich muss nämlich einen Trupp austauschen. Beziehungsweise ich muss mehrere Trupps austauschen. So, zack, alle einmal aussteigen. Kein AGT, AGT.
AGT, Gruppenführer, AGT, AGT. Gut, ausrüsten, ausrüsten. Beide kein AGT. Jetzt habe ich noch zwei weitere Trupps. Einer geht hier rauf. Die ziehen sich um. Perfekt, es funktioniert. Wie geil ist das denn? Das sieht ja Hammer aus, ey. Da ist die Pol. Da ist die zweite Pol. Das sieht ja geil aus, Alter. Drehleiter-Einsatz hier. Personensuche und Drehleiter-Einsatz. Da wird euch richtig was geboten für euer Abo. Wollte schon sagen, für euer Geld, aber ihr zahlt ja überhaupt nichts. Wieso kann die DL das nicht löschen? Weil die beiden stehen außerhalb des Gefahrenbereiches. Die können so weiter löschen. Gut. Feuer ist unter Kontrolle. Das ist ein echt geiles Bild. Schön rückwärts mit der Drehleiter. Kannst die Drehleiter einpacken und abfahren, wenn es sein muss. Und jetzt ist eine Stunde sogar rum. Und das Feuer ist aus. Also, ihr kriegt richtig was für euer Abo. Ja, zwei größere Einsätze mit Nachalarmierung. Das ist doch was, oder nicht? Auch wenn es hier so ein bisschen in der Ecke ist, ne? Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier. Jawohl, genau so will ich das sehen. Drehleiter rückt zum Dachabnehmen aus. Oh mein Gott. Das ist doch eine schöne Einsatzstelle, ne? Schön geordnet. Hier stehen die Fahrzeuge in Bereitstellung. Hier ist das Löschfahrzeug, was am Arbeiten ist. Ich hätte auch von hier nochmal angreifen können, musste ich aber nicht, weil das Feuer sich ja nicht ausgebreitet hat. Das ist doch mal was. Gut, dann kann der Gruppenführer, der hier drin sitzt, schon mal eine Einsatzabschlussmeldung geben und dann ist das Video auch gleich schon vorbei, weil abbauen werde ich jetzt nicht noch. Ne, weil es ist jetzt schon eine Stunde Videozeit und das wird wieder 4 Stunden brauchen, bis es hochgeladen ist.
Naja. Einsatzabschlussmeldung. Nee, warte. Halt, stopp. Keiner. Nein, halt, stopp. Halt, stopp. Feuer aus. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, klickt ihr auf Abonnieren und auf die Glocke und auf alle Benachrichtigungen. Dann verpasst ihr absolut nichts mehr, wenn ich was hochlade. Ja, genau. Dann auf Wiedersehen.